Herzlich willkommen, jetzt hört man mich. Brauche ich als Einzelfertiger Kennzahlen? Die Gratwanderung in der Einzelfertigung. Controlling oder die Kunst, Kennzahlen richtig zu lesen. Wir haben ein paar Experten eingeladen, die wahre Experten sind. Ich möchte Ihnen die Runde gerne vorstellen, ganz zu auf der Außenseite. Diplomkaufmann und Diplom-Informatiker Mike Drosinski. Er hat eine ganz besondere Diplomarbeit geschrieben zum Thema Controlling. Sie wurde nämlich von der Gesellschaft für Controlling als beste Diplomarbeit 2008 ausgezeichnet. Er ist seit 2009 Produktmanager für Kostenrechnung, Controlling und Unternehmensplanung bei der Diamant Software in Bielefeld. Er sagt, Zahlenmaterial muss innerhalb kürzester Zeit auf allen Ebenen verfügbar sein. Auf meiner Seite rechts, also von Ihnen aus gesehen links, Herr Markus Gassner. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Kairos Partners On-Time Consulting. Das ist ein Verbund von Experten unterschiedlicher Disziplinen. Durch Managementleistung, IT und Prozesse werden Unternehmen in Innovation, Wachstum und Ertrag gestärkt. Das ist das Ziel. Die Kernkompetenzen sind Business Intelligence und Big Data, Optimierung von Geschäftsprozessen, Revitalisierung von IT-Projekten und Troubleshooting. Und dann gibt es noch dieses Stichwort Single Point of Truth, was wir ja gerade eben schon kennengelernt haben. Auf meiner linken Seite, zu Ihrer rechten, sitzt Herr Körner. Herr Körner ist Diplomkaufmann und CFO bei Brötje Automation. Dazu ist kurz zu sagen, heute können Sie kein Flugzeug fliegen, das nicht zumindest in Teilen über eine der Fertigungsstraßen von Brötje Automation gelaufen ist. Brötje Automation ist ein Global Player in Flugzeugmontagetechnik, Weltmarktführer in Großnietanlagen mit Werken in USA, in China, in Russland und deren Binnenmärkten. Der Luftfahrzeugmarkt ist ein langzyklischer und volatiler Markt. Das, was heute designt wird, wird 40 Jahre lang produziert. Das heißt, der Blick auf übermorgen ist wichtig. Heute wird an Technik geforscht, die erst in 25 Jahren eingesetzt werden kann. Seine These lautet, erstaunlicherweise für einen Konzern in der Größe, Controlling im klassischen Sinn ist in der Einzelfertigung entbehrlich. Und ganz außen auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite, Herr Frank Gorissen, er ist Diplomkaufmann. Sein Studium hatte den Schwerpunkt Controlling und Unternehmensprüfung. Er ist Geschäftsführer der Rheinmetall Kempro. Rheinmetall Kempro gehört zu den weltweit führenden Produzenten von passiven Schutzsystemen für gepanzerte Rad- und Kettenfahrzeuge. Innerhalb der vergangenen Jahre wurden mehr als 40.000 Fahrzeuge mit hochkomplexen Schutzsystemen von Rheinmetall Kempro ausgestattet. Ein Schwerpunkt der in Bonn ansässigen Gesellschaft ist der Schutz bestehender Fahrzeugsysteme. Und dank Anpassungsentwicklungen kann ein wirksames Schutzniveau geschaffen werden, durch welches aktuellen Bedrohungsszenarien standhält. Ja, wir haben darüber geredet im Vorgespräch. Wie ist das eigentlich? Aktuelle Bedrohungen haben wir. Und die Frage ist eigentlich, werfen die erwarteten Zahlen über den Haufen? Wie weit zählen dann noch Kennzahlen? Und was passiert in Situationen, die wir jetzt haben mit zunehmenden Kriegsschauplätzen bei Ihnen in der Firma? Wie gehen Sie da mit Ihren Kennzahlen um? Ja, Frank Gorissen, mein Name. Schönen guten Tag auch von meiner Seite. Die Frage ist ganz knapp zu beantworten. Kennzahlen, ja, sind wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung, aber die würden jetzt niemals Einfluss darauf nehmen, ob wir jetzt in bestimmten Situationen nicht oder langsamer oder schneller liefern, hat da keinen besonderen Einfluss auf die Bedrohungssituation, die Sie gerade angesprochen haben. In unserem konkreten Fall, aber ich denke, das ist überall anders genauso. Okay. Herr Gasser, es gibt immer ein Gestern, ein Heute und ein Morgen. Ist es eigentlich überhaupt möglich, mit Kennzahlen veränderte Parameter abzubilden? Ist nicht ein Controlling eigentlich immer ein Abbild des Inhalts von gestern? Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Grundsätzlich schon. Die Frage ist, was lernen wir daraus? Mhm. Wir müssen also Controlling verstehen oder dem Aspekt morgen letzten Endes zu beantworten. Und von daher können letzten Endes Vergangenheitswerte durchaus behilflich sein. Insofern würde ich sagen, Informationen des Gestern
verarbeitet mit dem Blick von heute, helfen, morgen zu gestalten. Aber bedeutet es nicht wirklich einen Schritt nach hinten, sich auf die bekannten Größen zu verlassen? Die Frage ist, was Sie unter bekannter Größe definieren. Letztendlich gilt es auch, die Möglichkeit, den Blick nach vorne zu richten und dabei mehr in eine Fragesituation zu kommen. Die Zahl alleine liefert ja noch nicht unbedingt ein entscheidendes Kriterium, ohne sie hinterfragt zu haben. Mhm. Von daher denke ich schon, das Morgen hängt stark letzten Endes von dem Heute ab. Sie sagen gerade die Zahl zu hinterfragen. Herr Körner, wird das Zahlenwerk nicht überschätzt? Verhindert es nicht eigentlich wirklich den Blick aufs große Ganze? Ja, eher verhindert es das Blick aufs Kleine. Ich will vielleicht erstmal nochmal ergänzen, dass meine Argumentation darauf basiert, auf einzigartigen Produkten. Ich komme selber aus dem Serienbereich. Wenn ich natürlich Dinge wiederhole und die Vergangenheit was mit der Zukunft zu tun hat, dann mag Controlling im klassischen Sinne auch eine Hilfe sein, wenn man jeden Tag neue Produkte hat, neue Entscheidungssituationen hat und vor neue Überraschungen gestellt wird, dann sind die mir nicht wirklich behilflich. Ich bin eher dafür, dann sich anzuschauen, diese Entscheidungssituationen, die jeden Tag getroffen werden. Ja, wir haben 700 Mitarbeiter, die treffen vielleicht am Tag 7000 Entscheidungen. Wenn ich es schaffe, die Quote von Fehlentscheidungen zu reduzieren durch verschiedene Dinge, um die man sich kümmern kann, dann habe ich einen Einfluss aufs Heute und dann auch natürlich auf die Kennzahlen von morgen, die immer morgen natürlich schon wieder veraltet sind, wie Sie eben zu Recht auch erwähnt haben. Das große Ganze ist eben das Resultat aus vielen kleinen Entscheidungen und Controlling oder die Nutzung von Kennzahlen, auch wenn sie online aufbereitet werden, helfen mir nicht mit der Fehlentscheidung von gestern. Nun ist es aber doch so, also in einem größeren Unternehmen wie bei Ihnen muss ja genau die Richtung der Entscheidungen muss ja auf eine bestimmte Art und Weise definiert werden. Wie funktioniert, das ist eine Frage an Herrn Drosinski, wie funktioniert der Transport oder wie sollte er im besten Falle funktionieren, damit tatsächlich das ankommt, was an relevanter Entscheidung ist? Die Kommunikation darüber kann doch letzten Endes nur über Kennzahlen stattfinden. Schönen guten Tag, auch von meiner Seite. Mike Drosinski, mein Name. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aus meiner Sicht ist es so, dass alle Entscheidungsinstanzen, alle Entscheidungsebenen eines Unternehmens, das ist gleichwohl, ob es die Geschäftsführung ist oder auch das operativere mittlere Linienmanagement, eigentlich zu jedem Zeitpunkt die richtige und auch die entsprechend wichtige Information haben sollte. Und das geht aus meiner Sicht nur mit Kennzahlen. Aber, Klammer auf, keine Kennzahlen zum Selbstzweck definieren, dass wir sagen können, oh, wir machen jetzt Controlling mit Kennzahlen, das ist besonders schick und besonders toll. Nein, Konzentration auf das Wesentliche ist dabei aus meiner Sicht zielführend. Und das ist jetzt schon zum zweiten und zum dritten Mal auch genannt worden, der Single Point of Truth, dieses einzigartige Wahrheitsmoment. Das ist ein kritischer Erfolgsfaktor. Es nützt nichts, wenn zwei verschiedene Leitungsebenen eigentlich inhaltlich über das Gleiche reden, eine Entscheidung zu treffen haben, aber auch nur inhaltlich über das Gleiche reden, weil sie verschiedenes Zahlenmaterial zur Verfügung haben. Sie denken aber, dass es jeweils entsprechend das Material, worauf es ankommt. Darf ich? Ja, gerne. Also dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Letztendlich ist die Frage, welche Kennzahlen brauche ich, sehr stark getrieben von dem jeweiligen Ziel, das ich verfolge. Wenn ich aber davon ausgehe, dass in vielen Fällen die Kennzahlen zwar definiert werden, aber unklar, bei welcher Aussagekraft sie letztendlich haben, zumal wenn ich in Rechnung nehme, dass schlussendlich die Ketten immer weiter von mir selbst weggehen und Zahlen beiliefern, ich also Abhängigkeiten erzeuge, ist es aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, klar zu definieren und zu präzisieren, über was wird zu welchem Zeitpunkt gesprochen, was liefert also welche Zahl überhaupt aus. Insofern
nicht die Menge der Kennzahlen ist entscheidend, sondern es ist entscheidend zu wissen, was sie denn wo liefert. Und das natürlich über alle Ebenen. Mhm. Darf ich das auch noch ergänzen? Also wir sind ein Mittelstandsunternehmen hier ansässig in Bonn und wir segeln sozusagen unter der großen Flagge des Rheinmetall-Konzerns. Und natürlich Rheinmetall als Aktien- oder börsennotiertes Unternehmen hat gewisse Anforderungen am Kapitalmarkt zu erfüllen und wir haben eine ganz große Controlling-Abteilung und Controlling spielt eine ganz große Rolle. Wir bekommen aber natürlich, und das ist Ihre Frage, die Sie gesagt haben, verhindert das manchmal so das oder vernebelt das den Blick aufs große Ganze. Es ist ganz schwierig, wenn in einer großen Organisation Kennzahlen festgezimmert werden, die als Führungskennzahl gelten, die aber nicht in die einzelnen operativen Einheiten reinpassen. Und da muss ich sagen, sind an der Stelle wirklich Kennzahlen auch schon mal hinderlich. Das heißt, wenn uns auf uns Kennzahlen zurollen, die aber zu uns als Unternehmen und zu den Prozessen und zu dem gesamten Geschäftsmodell theoretisch nicht passen, sie aber wichtig sind für das große Ganze, nämlich irgendwo eine Konzernsicht darzustellen, dann ist das fürs Management oftmals ganz schön schwierig, weil sie unterhalten sich oder diskutieren an Symptomen, die für sie überhaupt nicht passen oder die nicht zu ihnen passen. Und da müssen sie ganz fürchterlich aufpassen, dass da nicht dann auch Fehlentscheidungen getroffen werden, abgeleitet von Kennzahlen, die dann schwer zu revidieren sind. Also Kennzahlen, wie eben auch schon gesagt, sind wichtig, gar keine Frage, aber sie müssen wirklich auch auf die Organisation und darauf zugeschnitten sein, was man mit der Kennzahl letztendlich erreichen will. Die dient ja, wie eben schon mal gesagt, auch nicht dem Selbstzweck. Man will ja auch was damit bewirken, steuern, messen und verändern. Und das ist dann manchmal schwierig, je größer das große ganze Bild dann auch ist, was man messen will. Jetzt haben Sie von verschiedenen Ebenen gesprochen. Das ist genau ein interessanter Punkt, denn es gibt ja immer den Gegenspieler. Der eine glaubt an die Kennzahl und der andere sagt, naja, ist mir jetzt nicht so wichtig. Also bei Ihnen ist es zum einen die Holding, die eine Richtung. Ja. Wie gehen Sie mit dieser Konfliktsituation um? Durch Transparenz. Sie müssen einfach Transparenz schaffen. Also wir hatten ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben in diesem Jahr, ich meine, Wehrtechnik ist auch momentan nicht die Branche, die stark läuft, lässt sich nachvollziehen in den Medien. Wir haben auch in diesem Jahr, haben wir im Vergleich zum letzten Jahr eine Halbierung des Umsatzes. So, jetzt kommt eine tolle Kennzahl aus dem Konzern, den ich sehr wertschätze, da soll jetzt überhaupt gar kein falscher Zungenschlag reinkommen, die da heißt Workforce zu Umsatz. Also wie viel jetzt wirklich an Mitarbeitern zum Umsatz steht. Jetzt müsste man eigentlich in einem klassischen Dreisatz hingehen und sagen, okay, liebe Geschäftsführung, ihr liefert mir jetzt in dem Unternehmen die Hälfte des Umsatzes ab. Was macht ihr denn beispielsweise mit dem Personal? Denn rein rechnerisch haben wir in dem Moment, wo sich der Umsatz, wo die Mitarbeiter in Relation zum Umsatz gestellt werden, haben wir mal doppelt so viele Mitarbeiter da, die man im Vorjahr dann zu einer ganz anderen Umsatzrelation dann auch hatte. Und das kriegen sie nur mit heftigen Diskussionen und viel Transparenz hin. Wo haben wir unsere Umsatzstärke beispielsweise aus dem letzten Jahr herbekommen? Wir haben mit Leiharbeitern gearbeitet, wir haben mit zugekaufter Leistung gearbeitet und die Stammmannschaft letztendlich ist überhaupt gar nicht davon berührt, dass der Umsatz sich jetzt in diesem Jahr leider einmal halbiert hat. Und das ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn Sie dann auf der anderen Seite Leute haben, die nur auf die Kennzahl gucken und sagen, klassischer Dreisatz, das ist halt gefährlich. Also damit darf man dann nicht das Unternehmen führen, nicht alleine. Aber am Ende des Tages sind ja immer verantwortungsvolle Menschen, die mit diesen Kennzahlen umgehen, die auch verantworten und die Interpretation ist sehr, sehr, sehr wichtig. Herr Körner. Ja, ich würde da gerne was zu ergänzen. Das ist eigentlich eine schöne Illustration dessen, was ich sagen will. Also die Kennziffer Workforce zu Umsatz ist mir auch sehr gut bekannt.
ist alles funktioniert alles super, Serienunternehmen, gleiche Verhältnisse letztes Jahr, gleiche Verhältnisse dieses Jahr, können Sie super sagen, die Kennzahl ist heute anders als im letzten Jahr, da muss ich was geändert haben, was hat sich denn geändert und kann ich da vielleicht auch was bewirken, wenn ich mir das genauer anschaue, dann eine entsprechende Anpassungsentscheidung treffe, die dann auch im nächsten Jahr zufälligerweise noch wirkt. Alles gut und schön. Je unterschiedlicher, das hatten Sie eben ja ausgeführt zwischen den Zeilen, mein Geschäft ist von einem Jahr aufs andere, desto weniger hilft mir das, mir irgendeine Kennzahl anzugucken. Es ist zu spät und es ist beschränkt auf einen Sonderfall, auf besondere Umstände, die kann ich dann erklären. Das ist dann auch nachvollziehbar für den, dem ich diese Kennzahl gebe oder dann auch erkläre, aber damit erschöpft sich dann Controlling und das habe ich selber als langjähriger Controller oft genug auch erlebt und das hat mich selber so unzufrieden gemacht, dass ich heute natürlich habe ich auch die Situation, aktiv entscheiden zu können, Kennzahlen zu ignorieren und insofern ist das komfortabler. Wie ist Ihnen das möglich? Auch Sie sind ja seit 2012 gehört Brötja Automation zu einem Finanzinvestor. Auch Sie, glaube ich, können das nicht so ignorieren, wie Sie es jetzt gerade darstellen. Ja, innerhalb. natürlich kennen wir das alle. Wir haben eine Eigentümersituation und wir haben gängige Prinzipien wie Budgetierung und Kennzahlen und natürlich muss man das befriedigen. Was natürlich bei uns seit 2012 eine ganz wichtige Kenngröße ist, ist der Cash-Bestand, also liquide Mittel. Jetzt können wir da natürlich jeden Monat drüber reden und das tun wir auch. Insofern war das eben nicht ganz vollständig meine Aussage. Das lässt sich nicht voll ignorieren, man muss darüber reden. Es hilft aber nichts, weil in unserem Geschäft die Verursachung für den Cash-Bestand, wie er dann auch immer ist oder auch vielleicht demnächst sein wird, in der Vergangenheit liegt. Cashbestand definiert sich bei uns aus der Entscheidung, in einem bestimmten Projekt bestimmte Zahlungsbedingungen einzugehen, dann dem Projektfortschritt, gibt es Verzögerungen oder nicht, und dann dem funktionierenden Mahnwesen. So. Also das Thema Mahnwesen, das ist schön greifbar, das kriegt man auch relativ schnell unter Kontrolle. Die anderen beiden Dinge kriegt man ex post eben nicht mehr so gut unter Kontrolle. Das heißt, wenn ich mich fokussiere auf die Gestaltung von Zahlungsbedingungen, da die Mitarbeiter auch ertüchtige, da die vernünftigen Entscheidungen zu treffen, das Gleiche mir anschaue, dass der Projektfortschritt entsprechend ist und ich die Meilensteine erreiche, an den Zahlungen hängen, dann habe ich alles getan, was ich tun kann, um den Zahlungsmittelbestand zu beeinflussen. Und dann brauche ich mir auch im Nachhinein nicht mehr angucken, wie er ist. Und behalten Sie es ruhig. Es ist so schön die Rede von vernünftigen Entscheidungen. Nun ist es aber doch so, speziell bei börsennotierten Unternehmen, die Umsatzergebnisse werden ja zum Teil aufs Jahr, aufs Quartal, manchmal auf den Monat bezogen. Die Frage geht an Sie beide. Wird diese immer kleinteiligere Zuordnung, die einem Erfolgsdruck geschuldet ist, wird die nicht irgendwann zum Würfelspiel? Auf der einen Seite sicherlich ja. Auf der anderen Seite, wir müssen uns einfach mal anschauen, in welchem Umfeld bewegen wir uns. Wenn wir in einer Konzernstruktur sind, einer Holdingstruktur mit zigtausenden oder zehntausenden von Mitarbeitern, verteilten Standorten, Produktionsstätten etc., haben wir eine andere Eingangssituation, wie wir möglicherweise sie in einem eigentümergeführten Unternehmen mit ein, zwei Standorten letztendlich wiederfinden, in einer Größenordnung, die wir auch heute hier im Raum stärker wahrscheinlich adressieren. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich schon, dass der Druck da ist, ausgelöst von denen, die uns unsere Produkte abnehmen. Der Druck letzten Endes ausgelöst ist von Zulieferern, die Erwartungen letzten Endes hegen oder Ketten, in die wir uns hineinbegeben haben, also Lieferketten beispielsweise. Ich würde dem Ganzen aber immer gerne auch voranstellen, Kennzahlen alleine bewirken keine Entscheidung. Es kommt der Unternehmer hinzu, der schlussendlich mit diesen Werten sinnvoll umgehen muss und dann letzten Endes über eine Frühindikation eine entsprechende Empfehlung bekommt, ein Risiko zu minimieren. Also eine Kennzahl alleine schaltet nicht um. Das ist schon klar, es kommt immer auf die ganz kurz hierzu noch auf die Interpretation an. Sind Sie denn der Meinung, es ist immer so von sinnvollen und richtigen Entscheidungen, kann der Blick auf eine Kennzahl zum Beispiel diesen gefürchteten Dominoeffekt verhindern? Den reihenweisen Zusammenbruch der Kette. Eigentlich nur an Herrn Gassner. Ja. An Herrn Gassner.
Naja, eine Kennzahl kann zumindest eine Frühindikation geben, damit ich sehe, Alternativen aufzubauen. Sie wird es sicherlich nicht verhindern können in letzter Konsequenz. Aber sie hilft mir möglicherweise, alternativ zu denken, alternativ mich aufzustellen, aus dem eben als einmal Erlebten letzten Endes zu lernen und über diese Fragestellung letztendlich Alternativen tatsächlich auch zu positionieren. Also eine Kennzahl ist kein einmaliger Vorgang, sondern sie hat eine gewisse Wiederholbarkeit, auch wenn wir hier in der Einzelfertigung unterwegs sind. Daher letztendlich sich die Dinge nicht immer wiederholen auf der Produktseite, aber im Handlungsrahmen erleben wir doch häufig immer wieder die gleichen Eigenschaften. Und insofern würde ich sagen, den Dominoeffekt kann man sicherlich, den muss man ausschalten, soweit es geht. Man wird es aber letztlich nicht ganz können. Man kann nur Indikationen abholen aus diesen Zahlen und aus dem eigenen unternehmerischen Bauchgefühl, mit dem man letzten Endes das Thema dann steuert. Ja, Herr Rosinski. Ich wollte gerade noch was ergänzen. Sie hatten gerade ganz kurz angedeutet, mal abgesehen von dem Dominoeffekt, das Thema Fehlentscheidungen auf Basis von Kennzahlen. Mal ein Beispiel, als Einzelfertiger, der seine Aufträge projektiert im Unternehmen und entsprechend mit einem Projektmanagement organisiert und unternehmerisch in die Organisationsstruktur hineinbringt und verankert. Jetzt haben Sie nach Ihrer Projektangebotskalkulation und nach einer Vertragskalkulation kommt dabei heraus, ich werde wahrscheinlich einen negativen Deckungsbeitrag erzielen mit dem Projekt. Was machen Sie denn jetzt? Ist das vielleicht ein A-Kunde, der Ihnen möglicherweise viel Image bringt? Oder aber auch im After-Sales-Bereich hinterher, also mit einer Amortisationsdauer vielleicht von 3, 4, 5 Jahren nach Projektfertigstellung, Ihren Deckungsbeitrag in die positiven Zahlen bringt und möglicherweise Folgeaufträge generiert. Wenn Sie jetzt völlig starr hergehen und sagen, oder Sie bekommen sogar von Ihrer Konzernstruktur von oben vorgegeben, bitte keine Projekte unter einem Deckungsbeitrag von 10%, das machen wir nicht, und Sie auf Basis dieser starren Vorgaben lehnen Sie dieses Projekt ab, kann das halt nachhaltig auf langfristige Sicht eher einen negativen Effekt haben. Und da ist immer auch Sachkompetenz des Entscheiders, des Controllers gefragt, sich eben nicht nur allein auf nacktes Zahlwerk von -0,25% zu verlassen, sondern das Ganze auch in die Interpretation mit anderen Kenngrößen vielleicht zu bringen. Und vielleicht auch, das geht vielleicht in Ihre nächste Frage, vielleicht auch ein Stück weit Bauchgefühl mit reinzubringen. Das darf man natürlich nicht nur alleine machen. Aber ganz wichtig ist, nicht alleine, nur weil eine Kennzahl auf Rot schlägt, wirklich überhitzte Entscheidungen zu treffen und möglicherweise nachhaltig Schaden anzurichten. Sind Sie als Entschuldigung, nee, ich hab, bitte gerne dazu. Ich musste jetzt lächeln, das hatten Sie nicht sehen können. Weil jetzt haben alle drei dafür plädiert, doch sich nicht alleine auf Kennzahlen zu verlassen. Sie hatten am Anfang gesagt, nur wegen einer Kennzahl, da schalten wir den Hebel nicht um, ob wir schneller oder langsamer liefern. Sie hatten eben gesagt, Herr Gasser, ne, das Unternehmerische tritt hinzu. Sie haben selber auch gesagt, also Rozinski hat jetzt eben das in ähnlichen Worten gesagt, da gönne ich mir doch lieber gleich das Unternehmertum und entscheide das, was sinnvoll ist, und spare mir das Definieren einer Kennzahl, dann das Bereinigen der Datenbasis, ja, also alleine Workforce zu Umsatz, da kann man ja Stunden diskutieren, ob mit Auszubildende, ohne Auszubildende, mit Leihkräfte, ohne Leihkräfte, Leihkräfte im Durchschnitt des Jahresbestandes, nur 4 Quartalsenden im Durchschnitt oder dann jeden Tag im Durchschnitt, kann man stundenlang drüber reden, um dann zu einer Kennziffer zu kommen, die im besten Fall noch was mit der Zukunft zu tun hat. Das ist ja meine These, dass sie es meistens in der Einzelfertigung nicht hat. Um dann zu sagen, nee, unternehmerisch passt das aber nicht, ich entscheide doch anders. Das ist mal überspitzt alles zusammengefasst, weshalb ich dann sage, dann spare ich mir lieber. Können Sie das unterstreichen? Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie sagen, wir brauchen keine Kennzahlen. Ich hatte ja gesagt, ne, das so einfach ist es nicht. Ich habe ja gesagt, das hängt vom Wiederholcharakter ab. Aber wenn ich eine starke Einzelfertigung habe und eben einmalige Entscheidungen treffe, dann brauche ich keine Kennzahlen, sondern Entscheidungshilfen in der Entscheidungssituation. Und das ist zum Beispiel, wie ein Projektleiter ein Telefonat mit einem Kunden führt. Und das wird er nicht auf Basis von Kennzahlen führen, sondern da wird er sich darauf verlassen, was jetzt erforderlich ist, um den nächsten Projektschritt zu erreichen. Okay, dann möchte ich da vielleicht wie folgt drauf eingehen. Wo ich die Einladung zu dieser Podiumsdiskussion bekommen habe zum Thema Kennzahlen, musste ich so ein ganz kleines bisschen schmunzeln,
Da steht ja die Frage, sind Kennzahlen sinnvoll oder sind Kennzahlen nicht sinnvoll? Wir alle oder Sie alle arbeiten tagtäglich von morgens bis abends mit Kennzahlen. Aber wir machen uns das nicht bewusst, mit Kennzahlen zu arbeiten, sondern wir arbeiten intuitiv damit. Und dann haben wir auch schon keine Angst mehr davor. Also jeder von Ihnen steigt jeden Tag sicherlich ins Auto rein und Sie werden dann mit einer Hülle und Fülle von Kennzahlen bedient. Und jetzt komme ich mal zu Ihrer Frage. Jetzt stelle ich mal eine Frage ins Podium rein. Wer von Ihnen fährt Auto? Bitte einmal um Handzeichen. Ist jetzt so ein bisschen sicherlich jeder, aber ich möchte mal die Tendenz der Finger. Also Finger hoch. Wer von Ihnen fährt Auto? Okay. Wer von Ihnen guckt regelmäßig auf den Tacho? Eindeutig so. Weniger. Sind aber immer noch ganz viele. Ich gucke mal, ob es aufgeht. Das ist jetzt wer von Ihnen hält sich an Geschwindigkeit 70 und geht direkt auf die Bremse, wenn das Verkehrsschild 70 kommt? So, also ich zähle mal eine. So, Sie sind gestern geblitzt worden. Ihnen droht ein dickes Bußgeld mit Punkten in Flensburg. Selbe Situation, Sie fahren über die Autobahn, Schild kommt 100, Sie sehen 120, wer tritt denn jetzt auf die Bremse und passt sich den 120 an? Jetzt müssten ehrlicherweise viel mehr Hände hochgehen. Ja, was ich damit sagen will ist, Kennzahlen dienen ja dazu, uns in bestimmten Situationen, in bestimmte Lagen zu versetzen, überhaupt reagieren zu können. Und das haben sie tagtäglich und es gibt diese Kennzahl jetzt an der Stelle. Wir arbeiten ganz oft intuitiv, dann geht auch alles gut, aber in dem Moment, wo wir an den Rändern, in Grenzsituationen, in Sondersituationen uns begeben, da brauchen wir Kennzahlen. Vielleicht darf ich das noch kurz ergänzen. Wenn wir einfach nochmal auf die Einzelfertigung schauen, meist projektgetrieben, da haben wir letzten Endes häufig einen Projektgesamtpreis und wir haben natürlich irgendwo eine Betrachtung unserer Prozesskosten im Hintergrund, alles gut. Aber wenn man hingeht und letzten Endes einfach für das Modell der Kennzahlen zwei, drei Aspekte, die wirklich den Faktor Preis determinieren oder Deckungsbeitrag nachher determinieren, herausarbeitet und diese dann für sich verinnerlicht, dann hat man letzten Endes ja eine Auflösung eines Preises oder einer Kosten, einer Art letztendlich runtergebrochen auf etwas, was man monitoren kann. Und ich glaube, das tut jeder von Ihnen heute schon, bewusst oder unbewusst. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, wir operieren tatsächlich alle mit Kennzahlen, egal wie intensiv wir sie leben. Also, ja, bitte. Ich muss da unbedingt noch was zu sagen. Also ich finde, das war ein gutes Beispiel. Ich fand das auch sehr plastisch. Ich würde Ihnen auch zustimmen, aber ich würde es nicht Kennzahlen nennen, sondern Preis. Was unsere Mitarbeiter brauchen, ist ein Preisbewusstsein. Wenn Sie also, nehmen wir mal einen ganz simplen Fall, wir haben einen Mitarbeiter, der konstruiert einen Teil und hat die Wahl zwischen verschiedenen Materialien. Dann braucht er eine Einschätzungsfähigkeit. Der braucht nicht zu wissen, wie viel Materialkosten wir im Durchschnitt im Monat in den letzten 3 Jahren hatten. Was wir also verbessern müssen und was Aufgabe von Controlling ist, ist die Einschätzungsfähigkeit in der Entscheidungssituation über den Preis der Entscheidung. In Klammern und das jeweilige Risikoprofil der Alternativen. Und das ist etwas, wo wir extrem hohe Hebel haben in der Einzelfertigung mit pönalisierten Verträgen, all das, was wir alle kennen, wo ein einzelnes Telefonat auch einen Millionenschaden verursachen kann. Und da geht es eben darum, in der Entscheidungssituation Preisbewusstsein zu haben für, was sind eigentlich meine Alternativen, was kosten die jeweils und wie ist die Risikosituation. Weil Entscheidungen in unserem Geschäft haben immer unterschiedliche, also die Alternativen haben immer unterschiedliche Risikoprofile. Dann wieder über Folgewirkung. Ja, da kommen wir zu dem Punkt, dass möglicherweise genau da Controlling Innovation verhindert. Was sagen Sie dem Ingenieur, der sagt, ich kann dieses Teil nur so bauen, wenn ich mit diesem Material, was die und die Festigkeit, was auch immer hat, nur so ist das technisch möglich. Ihre Zahlen aber, Ihr Blick auf die Zahlen sagt, Ihr Preisbewusstsein, das möchte ich so lieber nicht. Jetzt suggerieren Sie ja eine Situation, wo es nur eine Alternative gibt. Ich meine, wir alle wissen, es gibt Grenzen der Physik, zumindest dem heutigen Stand der Technik entsprechend. Und wenn es dann innerhalb der Grenzen der Physik
nur möglich ist, das mit einem Material zu fertigen, dann haben wir keine andere Möglichkeit, als das zu nehmen und uns einzugestehen, dass wir im Planungsstadium vor 2 Jahren, als wir den Job angeboten haben und bepreist haben, Fehler gemacht haben. Da hilft aber kein Jammern und kein Erklären. Das heißt, da müssen Sie durch. Ja, rein, das gebietet die Physik. Ne? Also, ich sag mal, es gibt dann 2 Möglichkeiten. Man fragt den Konstrukteur, welche Alternativen hast du? Und das kann man dann auch noch größer ziehen, die Diskussion. Wenn sich dann aber nach der Diskussion rausstellt, es gibt nur ein Material, ja, was soll ich denn machen? Das ist ja dann nur eine Scheinsituation. Möglicherweise die roten Zahlen akzeptieren, weil sie vielleicht wissen, das ist also ein anderes Fass, was ich gerade aufmache, weil sie vielleicht wissen, dass dieses Projekt doch wesentlich teurer wird, als sie ursprünglich geplant haben. Treffen Sie möglicherweise die Entscheidung, ich akzeptiere diese rote Zahl, weil ich weiß, dass ich möglicherweise mit den Nachleistungskosten einen Gewinn erzielen kann? Ja, es gibt jetzt da zwei unterschiedliche Entscheidungssituationen. Das eine ist die Frage, die durchaus berechtigt ist, wenn ich vor Angebot oder vor Auftragserteilung bin, einen Auftrag zu akzeptieren, der keinen Deckungsbeitrag abwirft, sage ich jetzt mal, weil ich weiß, da gibt es Anschlussgeschäft, das hat immer was mit Unternehmerischem zu tun, mit der aktuellen Kapazitätssituation, mit der strategischen Bedeutung des Auftrages und das lässt sich nicht mit Kennziffern entscheiden, sondern nur mit unternehmerischer Einschätzung. Die kann man natürlich auch wieder zu Papier bringen und formalisieren, aber letztlich, wenn man sich die notwendigen Entscheidungsparameter hat durch den Kopf gehen lassen, sind die Entscheidungen meist trivial dann zu treffen. Die andere Frage ist die, ob ich im Projektverlauf dann auf rote Zahlen, ist ein Thema, wo die beiden Herren eben drauf gekommen sind, im Projektverlauf feststelle ich, habe ein Projekt, das wird rot. Wir kennen das alle, das merken wir meist zu spät oder andersrum, mein Plädoyer ist, es früher zu merken, sich darauf zu fokussieren, aber mit Kennzahlen merken wir es meist erst zu spät. Dann haben wir letztlich, das war eben meine Aussage, müssen wir uns, dann ist die Tatsache, dass ein Projekt rot ist, nicht, das macht keine neuen Optionen auf. Nicht? Ich muss mich immer fragen, welche Optionen habe ich. Ja, kann ich dem Kunden damit drohen, das Projekt stillzulegen oder habe ich noch eine Claim-Chance? Natürlich alles Fragen, die ich mir so oder so stellen kann, egal ob das Projekt rot oder schwarz ist. Nicht? Ich habe noch einen Punkt, der da auch reinpasst, warum wir so spät merken, dass ein Projekt rot wird. Also wir haben mal versucht, in einem 100-Millionen-Projekt die Produktstruktur, also sage ich mal, uns ein Budget zu schaffen, eine Struktur. Also Sie merken, ich habe nicht immer die Meinung gehabt, aber das ist etwas, was Ergebnis von vielen Versuchen ist. Wir haben versucht, das alles zu budgetieren und damit uns Anhaltswerte zu schaffen, was kosten darf. Das Problem war, die ersten Stationen haben wir schon gekauft, bevor wir wussten, wie viele Stationen es überhaupt werden und wie die konkret ausgeprägt sein werden. So, und dann haben wir das relativ schnell unterlassen, hier uns Budgets auf, also Entschuldigung, da waren dann natürlich auch zig, 10.000 Einzelteile drin in diesem Auftrag. Und wenn Sie das eine schon beschaffen, werden Sie das andere noch gar nicht kennen. Dann ist es sehr schwer, Budgets zu definieren auf der Ebene, wo Sie die Entscheidung treffen, nämlich die Entscheidung des Einzelteils, aus welchem Material und welcher Fertigungstoleranz und wo ich das kaufe. Insofern, guter Versuch, ja, aber in Stückzahl 1 kommt es meist zu spät. Wenn Sie Unternehmen beraten, was tun Sie, um diese Situation möglichst zu verhindern? Also die Situation, dass möglicherweise Controlling und Kennzahlenmaterial und dieser ganze Prozess dahinter Innovation verhindert, meinen Sie das? Ja. Okay. Also es kommt aus meiner Sicht darauf an, also Innovationsverhinderung, das hatten wir gerade gehört, ein Aspekt wäre, ich rechne mir das Projekt so beliebig schlecht, wie ich möchte, wenn ich es verhindern will. Okay, das ist ja ein rechnerischer, interner Aspekt. Es gibt noch einen Prozessaspekt aus meiner Sicht. Und es kann nicht sein, dass ich habe vor meiner Zeit bei Diamant Software einige Jahre mittelständische Unternehmen in der Controlling-Konzeption beraten, habe also die ein oder andere Erfahrung, wie auch damals so ab 2004, 2005, 2006 der Mittelstand in Deutschland im Controlling aufgestellt war. Und das ist zu der Zeit damals nicht vergleichbar gewesen, wie es heute auch Konzerne tun, die international aufgestellt sind. Also es kommt darauf an, dass Sie den Mittelstand dann nicht überfrachten. Es macht keinen Sinn, den Mittelstand oder den Unternehmen aufs Auge zu drücken, so du musst dich jetzt nach einem ROCE-Steuer, nach einem ROI, nach sonstigen renditeorientierten Größen, ein einseitiger Zug vielleicht
sogar oder einen einseitigen Zug wirken zu lassen in der Unternehmenssteuerung. Das macht keinen Sinn. Die mittelständischen Unternehmen, die benötigen Kennzahlen, die mal abgesehen davon, dass wir ein effizientes Reporting-System brauchen, benötigen Kennzahlen, die auch relativ nah an der operativen sind. Bleiben wir bei der Projektplanung, bei der Projektsteuerung. Sie wollen nicht wirklich auch als mittelständisches Unternehmen den Wertbeitrag eines Projektes oder den Beitrag zu einem ROI auf Gesamtunternehmenssicht eines Projektes, das wollen Sie ja nicht wirklich ausrechnen. Da sind Sie ja in der Zeit, in der Sie das versuchen auszurechnen, können Sie direkt ein Projekt abwickeln. Wäre also innovationsverhindernd quasi an der Stelle. Nein, man muss weiter Richtung Operative gehen. Das einfachste Beispiel aus meiner Sicht auch in der Projektsteuerung ist eine ganz simple, flexible Plankostenrechnung beispielsweise. Sie haben Ihren IST monatlich abgerechnet, Sie haben Ihre Plankosten, da haben Sie sich mal ein Quartal vorher oder vielleicht sogar drei Quartale vorher Gedanken drüber gemacht und zur Laufzeit berechnen Sie eben die Sollkosten als unterjähriges IST, wenn Sie so wollen, also die IST-Menge mit Planpreisen bewertet und dann kommen Sie vielleicht zu einer Beschäftigungsabweichung, zu einer Verbrauchsabweichung, das ist doch hochsteuerungsrelevant für ein Projekt, auch gerade in der Projektlaufzeit. Sie können ja nicht sagen, als Projektcontroller beispielsweise, oh, ich habe jetzt eine Planunterschreitung in meinen Kosten, habe 3.000 Euro weniger Materialkosten oder 3.000 Geldeinheiten weniger Materialkosten verbraucht, das ist doch super. Ja, nee, da muss man weiter interpretieren. Kann sein, ich habe eine Verbrauchsabweichung, eine Beschäftigungsabweichung negativ. Ich habe vielleicht zu höheren Preisen eingekauft. Ich habe eine Beschäftigungsauslastung gehabt, die weit unter meinem Soll oder weit unter meinem Plan lag. Und deshalb hatte ich auch weniger Verbrauchsmengen. Und da fängt für mich aber auch schon ein operatives Controlling an der Stelle an. Ich gebe natürlich recht, es macht keinen Sinn, auf Top-Level-Ebene dem globalen unternehmerischen Management Kennzahlen vorzusetzen, mit denen das Unternehmen nichts anzufangen weiß. Wenn wir uns aber zwei, drei Etagen tiefer in die Operative begeben, da halte ich das für hochsteuerungsrelevant, auch im kleinen Kreis mit den richtigen Kennzahlen hier zu hantieren, sozusagen das Projekt zum Erfolg zu führen. Wie wollen Sie denn den Projekterfolg messen, wenn Sie dafür keine Kennzahlen haben? Und wir wissen auch, Projekte, klassische Definition, die sind eigentlich niemals gleichartig, sondern Sie haben immer wieder neue Rahmenbedingungen von Projekt zu Projekt, aber trotzdem, jedes Projekt liefert für Sie auch intern vom Prozess her Erfahrungswerte. Da können Sie nicht das Projekt danach preislich besser kalkulieren, aber Sie haben Ihren internen Prozess der Kalkulation, die Meetings, die Abstimmungsrunden, all das, da lernen Sie ja auch von Projekt zu Projekt und da unterstützen Sie Kennzahlen, das auch in Zukunft erfolgreich durchzuführen aus meiner Sicht. Das war jetzt schon fast das Schlusswort. Entschuldigung. Ich möchte gerne eine Frage, die vom Bierdeckel kommt, noch in die Runde geben, die wunderbar passt. Und zwar, die Frage geht an Sie alle, bitte. Wie ermittle ich, welche Kennzahlen für mich wichtig sind? Herr Drosinski, bitte, als Anfang. Als Anfang. Vielleicht aus eigener Erfahrung bei uns tatsächlich bei Diamant Software, wie wir das dort handhaben. Wir gehen aus von einer 5, 6, 7 Jahres, von einer langfristigen Vision und sind dann oder steuern uns anhand einer Balance Scorecard tatsächlich. Nein, das funktioniert nicht nur in der Theorie, sondern wunderbar in der Praxis seit vielen Jahren mit den entsprechenden 4 Quadranten und versuchen dort auf allen 4 Quadranten ein ausgewogenes Anreizsystem zu bieten, um nachhaltig zu wachsen. Und diese 4 Perspektiven, dieser Vision, die wir haben, die wir auch erreichen wollen langfristig, die definieren uns direkt die Kennzahlen, an denen wir uns messen lassen wollen. Unsere Vision ist es zum Beispiel in Deutschland wir sind Anbieter für Rechnungswesen und Controlling-Software, entsprechend beste Services, hohe Kundenzufriedenheit anzubieten, die höchste Kundenzufriedenheit, die besten Services, das ist die Vision, die wir haben, die wollen wir erreichen. Was liegt da nicht nahe, als langfristig operativ auch so eine Kennzahl zu messen wie die Kundenzufriedenheit? Das ist ein wichtiges Steuerungskriterium. Sie merken schon, Kennzahlen bewegen sich nicht nur im Finanzbereich. Renditen, Umschlagshäufigkeiten, Kapital, Anlagevermögen, Umlaufvermögen und so weiter. Nein, es geht auch entlang der Wertschöpfungskette, müssen wir grundsätzlich in allen Bereichen aus meiner Sicht mit Kennzahlen arbeiten. Ja, und da müssen wir uns von unserer Vision, von unserer Strategie leiten lassen. Vielen Dank, Herr Drosinski. Herr Gasser?
Ja, kurz vielleicht nur, ich würde trennen zwischen strategischem und operativem Controlling und dort würde ich sehr pragmatisch an das Thema herantreten, fragen, welches Ziel will ich letztendlich erreichen, was muss das Projektergebnis sein und das determiniert es, ich sagte es vorhin schon mal und da würde ich meine Kennzahl von ableiten. Ich würde das sehr pragmatisch halten. In Ergänzung zu Ihnen würde ich gerne noch eine Empfehlung aussprechen, nämlich das Zusammenbringen der Controller mit den restlichen Fachabteilungen führt häufig zu einem besseren Verständnis in Summe und das bildet Preis, um das einfach auch zu Ihnen nochmal rüberzubringen. Direkt an Sie, Herr Körner. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt als Controller antworten oder? Naja, also die richtige Kennzahl ist für mich jetzt persönlich immer erstmal das Firmenergebnis. Das ist die einzige Kennzahl, die beschreibt, was wir getan haben im letzten Jahr oder in einer Periode oder in wie auch immer wir das definieren. Das letztlich zeigt, ob eine Firma in Wirtschaften erfolgreich war oder nicht. Darüber hinaus würde ich mir jetzt Kennzahlen eben nur dann anschauen, wenn ich einen stabilen Zusammenhang zwischen Vergangenheit und Zukunft habe. Dieser Regelkreis, mir irgendetwas hinterher anzugucken, zu analysieren und dann wieder zu verwenden, irgendwie Sinn macht. Das kann sein, wenn ich modularisierte Produkte habe bei Produktkosten. Im Einzelfall mag es da sinnvoll sein, die eine oder andere Kennziffer hinanzuziehen, wenn eben die Bedingung erfüllt ist, dass die Vergangenheit was mit der Zukunft zu tun hat. Vielen Dank. Herr Gorissen. Richtige Kennzahl, richtig oder falsch, gibt es an der Stelle nicht. Meine Empfehlung, eine Kennzahl muss immer in direktem Zusammenhang mit dem stehen, was man beabsichtigt, als Ziel zu messen oder als Weg irgendwo zum Ziel hin zu begleiten. Ganz wichtig ist, dass die Kennzahl richtig unterlegt ist, also man die Kennzahl versteht. Und wenn man die Kennzahl versteht, dann fühlt man sich mit der Kennzahl auch wohl. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Also eine Kennzahl, die abschreckt, die hilft auch wirklich nicht weiter, die wird auch nicht verstanden. Und immer wieder fragen, passt die Kennzahl zu meinem Ziel? Und wenn es nicht mehr passt, dann entsprechend auch ändern. Und nicht so komplex sehen und nicht so fürchterlich eine Kennzahl. Wie gesagt, wir haben alle tagtäglich Kennzahlen um uns rum. Nicht als Kennzahl bezeichnen, sondern einfach nochmal ganz menschlich, abstrakt versuchen zu sagen, was will ich denn überhaupt und wann stelle ich fest, dass ich das, was ich will, erreicht habe. Das soll das, was dann immer rauskommt, manche nennen es Kennzahlen, dann beschreiben. Mhm. Vielen Dank. Wir haben also jetzt der Kennzahl ein etwas besseres Image hier, glaube ich, verschafft. Vielen Dank in die Runde. Vielen Dank, Herr Gorissen. Vielen Dank, Herr Körner. Vielen Dank, Herr Gasser. Vielen Dank, Herr Drosinski. Ja, es ist die Kunst, die Kennzahlen richtig zu lesen und den Zusammenhang richtig herzustellen und daraus die richtigen Fragen abzuleiten. Das haben wir jetzt gelernt. Vielen Dank in diese Runde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus